Also, was singen wir denn heute? Ja, singen wir das Thema mit Variationen. Hm? Sag, wie kommst du auf so etwas? Ja, beim Konzert, das habe ich einmal gelesen, was auf Thema mit Variationen. Und da haben wir gedacht, ja, das muss mal schön sein. Das sollen wir zwei einmal probieren. Hm? Ja, weißt du überhaupt, was das ist? Aha, du weißt es nicht, aber ich soll es dir sagen. Na, nein, Moment, ich weiß es natürlich schon. Aha. Ich werde es kurz erklären. Ja, wenn ein Musikstück, ein Lied oder ein Gedicht bei der Wiederholung verändert wird, sodass es zwar dasselbe und doch nicht dasselbe ist, dann spricht man von einem Thema mit Variationen. Hast du mich verstanden? Ja. Also, wenn du es mir nicht verstehst, wie soll ich das dann erklären? Weißt du vielleicht ein kurzes Gedicht oder Lied auswendig? Eines, mehrere. Ja, zum Beispiel. Ist das Lied von der Glocke vielleicht zu lang? Nicht vielleicht, auf jeden Fall zu lang. Ein kurzer Vierzeiler soll es ja nur sein. Du weißt ja, pass auf, ich sing dir einmal vor. Wenn der Hund mit der Wurst über den Eckstein springt und der Storch in der Luft den Frosch verschlingt. Also ich muss sagen, es ist nicht das beste Thema, was du dir da ausgesucht hast. Aber wir werden mal versuchen, darüber Variationen zu machen. Ich bin neugierig. Na, also pass auf, ich wiederhole einmal das Grundthema. Mhm. Wenn der Hund mit der Wurst über den Eckstein springt und der Storch in der Luft den Frosch verschlingt. Das ist eigentlich verhältnismäßig rasch begriffen. Ja, das schaut. Jetzt müssen wir darüber Variationen machen. Aha. Zum Beispiel, wenn der Storch mit dem Hund über den Eckstein springt und der Frosch in der Luft die Wurst verschlingt. Das ist klasse, jetzt kennen wir aus. Jetzt komme ich einmal drauf, pass auf, jetzt kommt eine Variation. Wenn der Hund mit dem Frosch über den Eckstein springt und der Storch in der Luft die Wurst verschlingt. Sehr gut, oder? Wenn der Frosch in der Luft über den Eckstein springt und der Storch mit dem Hund die Wurst verschlingt. Sind ja gar nichts. Jetzt kommt eine Variation. Wenn der Hund mit dem Eckstein über den Storch wegspringt und die Wurst in der Luft den Frosch verschlingt. Ja, dann könnte man natürlich auch singen. Wenn der Frosch mit der Wurst über den Eckstein springt und der Storch in der Luft den Hund verschlingt. Warte, ich weiß nur eine Variation. Wenn der Storch in der Luft über den Eckstein springt und der Frosch mit der Wurst den Hund verschlingt. Sehr gut, du wirst immer besser. Jetzt wieder ich. Wenn die Wurst mit dem Frosch über den Eckstein springt und der Hund in der Luft den Storch verschlingt. Na, pass auf, wenn der Storch sich dann selbst in der Luft verschlingt und der Frosch mit dem Eckstein über den Hund wegspringt. Wenn der Hund in der Luft den Eckstein schlingt und der Storch mit der Wurst über den Frosch wegspringt. Jetzt wieder ich. Wenn der Storch über den Hund und die Wurst wegspringt und der Frosch drum am Eckstein die Luft verschlingt. Wenn der Frosch mit dem Hund in der Luft wegspringt und der Storch den Eckstein mit der Wurst verschlingt. Das wird immer komplizierter. Wenn der Eckstein mit der Wurst über den Frosch wegspringt und der Storch in dem Hund die Luft verschlingt. Wenn der Frosch in der Luft den Storch verschlingt und die Wurst über den Eckstein und den Hund wegspringt. Ich bin schon schwindelig, Herr. No? Wenn die Luft in der Wurst den Frosch verschlingt und der Hund mit dem Storch um den Eckstein springt. Sag, weißt du noch eine Variation? Nein, mein lieber Freund, mein Bedarf ist gedeckt. Aber jetzt weiß ich für ewige Zeiten, was das ist. Ein Thema mit Variationen. Jetzt hat mir der Schlag getroffen.